Wenn Sie diesen Podcast hören, am Tag, wo er veröffentlicht wurde, ist das der 31. Mai. Und der 31. Mai hat eine ganz besondere Bedeutung, besser gesagt der Tag danach, denn das heißt, morgen ist Pride Month. Ja, Pride Month. Und wenn Sie jetzt sagen, was ist das nochmal, dann ist das bereits ein Teil darüber, worüber wir heute sprechen wollen. Es geht um die Ehrlichkeit mit Corporate Diversity. Wie ehrlich meinen tatsächlich Organisationen die sogenannten Diversity-Anstrengungen, die wir oft sehen, Anspruch und Realität in der Geschäftswelt? Am 1. Juni ist Pride Month, wie ich bereits erwähnt habe. Und wenn Sie sagen, das wussten Sie nicht, möchte ich Ihnen das erstmal nicht vorwerfen, auch wenn es ziemlich präsent ist. Und wenn Sie sagen, Sie wussten es gar nicht, dann sind Sie zumindest in Sachen Diversity bereits von Beginn an absoluter Grundlage sehr schlecht aufgestellt. Leider allerdings gibt es auch Menschen, die wissen, dass Pride Month ist und machen da Dinge, die überhaupt nicht sinnvoll sind. Dann kommen die üblichen Dinge. Erst wird eine Regenbogenflagge irgendwo aufgehängt, dann werden überall Sticker verteilt, alle malen sich ein bisschen bunt an, dann werden so ein paar Events gemacht. Wichtig bei den Events immer ganz wenig Budget bereitstellen, denn und dann füllen sie irgendeine Ausrede ein, die Corporate ihnen hinwirft oder ihre Organisation. Denn bekanntlich wissen wir ja, Dinge, die ganz wichtig sind, bekommen ja oft ganz wenig Budget. Kennen Sie, oder? Vertrieb ist ja auch die Abteilung, wo immer ganz wenig Gehalt gezahlt wird, weil sie nicht wichtig ist, weil sie so wichtig ist. Merken Sie selber. Also wenn diese Events passieren, übrigens bekomme ich regelmäßig Anfragen von Firmen, die sagen, ob ich nicht kostenlos bei solchen Events bei denen auftrete. Das tue ich natürlich nicht. Ich bin immer gerne bereit, mein Honorar zu 100% zu spenden für eine entsprechende LGBTQIA+-Organisation. Und wenn Sie da dann sagen, ja, das möchten Sie auch nicht, dann wissen wir auch alle, wo Sie stehen. Dann gehören Sie nämlich zu denen, wo wir halt ganz klar sagen, Gerede. Nichts anderes als Gerede. Und die Vorwürfe dann sind ganz klar. Pinkwashing, also Sie tun so, als ob Sie tolerant wären, sind es aber nicht und machen nichts anderes als Marketing für Ihre Produkte, weil Sie eins machen, Sie kleben auf Ihre Produkte einen Regenbogenaufkleber drauf oder Sie machen sie Regenbogenfarben und denken dann, das ist der Weg zur Gleichberechtigung. Heute wollen wir uns anschauen, wie sieht es mit der Realität aus? Übrigens, wenn jetzt Leute gerade sagen, LGBTQIA, das kenne ich irgendwie gar nicht. Und das ist völlig okay, wenn Sie das fragen. Übrigens, das Fragen ist immer der Beginn. Das ist immer der Beginn von dem, dass es tatsächlich besser wird. Und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wofür steht das eigentlich? LGBTQIA, also LGBTQIA, L, Lesbian, lesbisch, G, Gay, also schwul, B, Bisexual, bisexuell, T, for transgender, Q, for queer, I for intersex, also zwischen den Geschlechtern und A, da sagen einige Ally, also die unterstützen, aber es ist eigentlich für Asexual, Asexualität plus für alle, die hier noch nicht erwähnt sind. Also wenn Sie das noch nicht wussten, dann haben Sie jetzt zumindest entsprechend schon mal etwas gelernt. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie sieht es eigentlich weiter aus? Ganz oft höre ich halt eins, dass gesagt wird, ja, also ich sehe ja schon, dass man da was tun muss, aber Herr Brabant, wenn ich Sie fragen darf, gibt es da nicht andere Probleme? Und immer wenn dieser Punkt kommt, dass jemand anfängt mit, haben wir keine anderen Probleme. Und ganz oft kommt meistens direkt danach gendergerechte Sprache, da habe ich keinen Zugang zu. Wissen Sie, das ist ungefähr auf demselben Niveau wie die Leute, die sagen, also ihre Produkte haben englische Namen. Also das finde ich ja nicht gut, gibt ja auch deutsche Worte dafür. Selbes Niveau. Und immer wenn der Punkt kommt, haben wir nicht andere Probleme. Ja, aber Profis können sich um mehr als ein Problem gleichzeitig kümmern. Das machen sie übrigens bei der Arbeit jeden Tag, wenn sie Profi sind. Also wenn sie sagen, haben wir keine anderen Probleme und deswegen reden wir nicht drüber, dann gehören sie leider zu den Leuten, die sich nicht um mehr als ein Problem kümmern sollten. Klar ist dann natürlich, als Führungskraft können sie auf überhaupt gar keinen Fall agieren. Deswegen überlegen Sie sich vorher, welche Fragen Sie stellen. Aber wichtig ist, wenn Sie Fragen stellen, stellen Sie sie inhaltlich offen. Sowas wie, haben wir keine anderen Probleme, ist keine inhaltliche Frage. Sie wollen vom Tisch wischen. Tatsache ist, und immer wenn Leute sagen, ja, gibt es diese großen Probleme nicht eher in den USA derzeit? Nein, überhaupt nicht. Ron DeSantis, Gouverneur in Florida, ein Hetzer aus Florida vor dem Herrn, hat letztens erst die CSU in Bayern getroffen. Konservative Parteien derzeit mangels irgendeines relevanten Themas. Die konservativen Parteien haben immer weniger Wählerschaft, insbesondere in Ballungszentren. Und wir haben Urbanisierung, das heißt, immer mehr Menschen ziehen in Großstädte. Außerhalb der ländlichen Gebiete ziehen die konservativen Parteien die Wurst nicht mehr vom Teller. Es sei denn, sie haben andere Parteien, die so massiv vergeigt haben, dass sie dadurch zufällig mal bei einer Wahl Stimmen abgreifen können, wie zum Beispiel in Berlin passiert. Dass aber die CSU in Bayern Ron DeSantis einen Hetzer vor dem Herrn trifft, der gegen Schwulenrechte, gegen Menschenrechte, gegen LGBTQIA+-Community, gegen Transrechte, gegen alles vorgehen will, spricht ganz klar eine Sprache. Die Konservativen in Deutschland, und das ist nicht kein deutsches Problem, das haben wir in der Schweiz, Österreich genauso und in zig anderen Ländern, sind bereit, einen Pseudokulturkampf auf Kosten von Minderheiten ins Land zu tragen. Und meistens haben sie davon zumindest schon mal gehört.
wenn irgendjemand Ihnen sagt, ja, also dieses ganze Woke, das ist ja nicht so meins. Woke, W-O-K-E geschrieben. Immer wenn etwas woke ist, dann heißt das meistens, es ist relativ modern. Es geht um die Inklusion von Minderheiten, die Inklusion von Frauen, die Inklusion von Randgruppen. Und wenn Sie jetzt sowas sagen würden wie, also ich finde ja Inklusion ziemlich doof, dann klingen Sie halt dann doch ziemlich rechtsradikal. Deswegen brüllt man woke. Und immer wenn woke als Schimpfwort verwendet wurde, wurde nichts Intelligentes davor oder danach gesagt. Und die Personen gegenüber können Sie ohne Probleme in die IQ-Kategorie bis 75 Punkte und darunter einordnen. Wichtig ist erstmal, dass Sie jetzt schauen, wie fangen Sie richtig an. Es geht um Equity, Diversity and Inclusion. Und jetzt ist immer eins ganz wichtig, dass wir erstmal diese Begriffe verstehen. Denn viele verwechseln Equity und Equality. Immer wenn gesagt wird, ja, ist das nicht irgendwie was mit Gleichheit? Ja, aber Gleichheit heißt eben nicht Gleichmacherei. Ich gebe Ihnen mal ein ganz simples Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, Sie möchten über einen Zaun schauen. Und wenn einige jetzt sagen, ja, da habe ich schon mal so ein Bild im Internet gesehen. Sehr schön, das Meme ist einigen bekannt. Nehmen wir jetzt mal an, Sie möchten über einen Zaun schauen, weil Sie dahinter eine schöne Landschaft sehen wollen. Dann haben Sie drei verschiedene Personen und dann sagen Sie, jeder bekommt so einen Tritt und der Tritt ist 40 Zentimeter hoch. Dann werden Sie ja über den Zaun in Höhe von 1,80 Meter gucken können. Dann werden jetzt viele von Ihnen sagen, ja Moment, es kommt ja darauf an, wie groß die Person ist. Also manche brauchen vielleicht eher zwei Schachteln zum Draufstehen oder zwei von diesen Trittmomenten und andere brauchen vielleicht gar keine. Richtig. Equality heißt, alle bekommen das Gleiche. Das wäre so, als wenn Sie sagen würden, alle bekommen gleich viel Sozialhilfe in der Sekunde, wo ein sozialer Notstand eintritt, egal ob Sie vier Kinder haben oder nicht, dann würden Sie auch sagen, was das für ein Unsinn. Genau. Equity heißt Gerechtigkeit. Und erst wenn Equity hergestellt ist, ist das Erste, dann kommt als Zweites Diversity, die Vielfalt, als Drittes die Inklusion. Alles drei allerdings wird parallel, also gleichzeitig beschritten und kommt nicht nacheinander. Und jetzt haben Sie Menschen, die innerhalb einer Community, die bereits diskriminiert wird, dann noch krasser diskriminieren. Sogenannte TERFs. T-E-R-F geschrieben. Das heißt Trans-Exclusionary Radical Feminism. Trans-exklusive radikaler Feminismus. Und um eins ganz klar zu sagen, es ist extrem wichtig, dass Frauenrechte vorangetrieben werden. Wir haben immer noch massive Diskriminierung. Gucken Sie sich die Wirtschaft an. Es ist immer noch zu 80-90% auf höchster Ebene Männer. Und das ist Problem genug. Jetzt aber zu sagen, dass man Transfrauen, und übrigens immer, wenn Sie sagen, das mit dem Trans-Ding verstehe ich nicht so ganz, was ist jetzt eine Transfrau, und dann trauen Sie sich nicht so richtig zu fragen. Wichtig, wenn Sie nachfragen, ist das immer okay. Eine Transfrau ist ein Mann, der eine Frau werden möchte. Das ist eine Formulierung, die Sie so bitte nicht verwenden, denn diese Personen waren immer Frauen und finden aber jetzt erst den Zugang. Bitte sagen Sie auch nicht sowas wie gefangen im falschen Körper. Es ist nicht mit deren Körper falsch, der gesellschaftliche Umgang damit ist falsch. Aber es gibt jetzt tatsächlich Frauenrechtlerinnen, die dann sagen, Transfrauen schließen wir aus mit so abstrusen Argumenten wie, das sind doch nur übergriffige Männer, die dann später sich irgendwie einen Geschlechtseintrag ändern wollen, damit sie in die Sauna bei Frauen gehen können und da übergriffig werden können. Natürlich hat man dazu bereits Studien veranlasst und es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz für diese Art der Übergriffigkeit mit diesem Ansatz. Das hält aber viele davon nicht ab, unter anderem Alice Schwarzer, die von Transtrends spricht und nichts anderes macht, als ihren Dung irgendwo im Internet zu verbreiten oder sogar noch in Talkshows, die öffentlich finanziert werden, während man bei Frau Schwarzer, und ich drücke es ganz freundlich aus, sie hat wirklich ihre Verdienste, aber mittlerweile muss man sich fragen, ob man der Frau die Zurechnungsfähigkeit bescheinigen kann. Damit ist Alice Schwarzer übrigens in guter Gesellschaft, guter in Anführungsstrichen. Ob es Alice Schwarzer ist oder die AfD Alice Weidel oder die Beatrix von Storch, die rechtsradikale Marine Penn oder irgendwelche bellenden Pöblerinnen, die man in anderen Organisationen findet, allesamt haben keine Ahnung von der Sachlage. Und deswegen wird ganz oft von einer Seite etwas genutzt. Wenn sich innerhalb von Communities weiter gestritten wird, wird gesagt, dann warten wir erstmal ab und machen erstmal nichts. Und das ist immer der falsche Weg, auch wenn Ihre Organisation das vornimmt. Denn es gibt Organisationen, die haben den richtigen Weg gewählt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Terre de Femmes, eine Organisation, die sich um Frauenrechte kümmert. Frauenhäuser, also unglaublich wichtige Organisation. Da gab es eine Person im Vorstand, die genau diesen transexklusiven radikalen Feminismus, und nochmal, gegen radikalen Feminismus spricht überhaupt nichts. Wenn die Gesellschaft sich nicht ändert, werden sie irgendwann radikal, denn anders funktioniert es ja irgendwann nicht mehr. Aber Transexklusivität, wie von der Person vorangetrieben worden, ist erbärmlich. Da wurde ein Paper pseudowissenschaftlicher Natur auf der Webseite veröffentlicht. Es gab einen riesen Rückschlag. Viele Organisationen, auch in meinem Kundenstamm, haben Terre de Femmes die Spenden zukünftig versagt aufgrund dessen, was übrigens dann völlig richtig war. Und dann hat man sich's angeschaut und
und gesagt, das war ein Fehler. Man hat dieses Paper von der Webseite entfernt, sich entschuldigt und die Person, die das Paper immer noch verteidigt, steht mittlerweile isoliert im Vorstand. Und die Tatsache, dass sie überhaupt noch diese Position hält, zeigt einfach, dass man geistig doch extrem schlicht aufgestellt ist. Das ist nicht strafbar. Allerdings zeigt es, dass wir eben Personen dort haben, die von der wissenschaftlichen Evidenz keine Ahnung haben oder die sich einfach nicht drum kümmern, weil man lieber persönliche und pathologische Selbstdarstellungskurse fährt. Jetzt schauen Sie bitte mal an Ihre Organisation. Und jetzt bitte wichtig, dass Sie das Schritt für Schritt machen, weil ich nenne Ihnen gleich auch mal ein paar Beispiele von Menschen, die sich damit wirklich beschäftigt haben, obwohl sie es nicht hätten tun müssen. In Ihrer Organisation gucken Sie bitte als allererstes mal nach Diversity. Und wenn Sie jetzt sagen, ach so, Männer und Frauen, oder? Also erstmal, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Bitte gehen Sie nicht ins binäre Gendermodell. Aber wenn Sie anfangen wollen, gucken Sie mal Männer und Frauen. Und dann wichtig, wenn Sie jetzt sagen, wir haben Frauenanteil von x Prozent, wenn Sie mit der Aussage locken Sie jetzt wirklich keinen mehr hinterm Ofen hervor, da frage ich Sie mal eins, auf den ersten drei Führungsebenen, wie viel Prozent sind da Männer, Frauen? Und dann auf den ersten zwei und dann auf der höchsten Ebene. Das sind die entscheidenden Fragen. Deswegen, wenn Sie jetzt sagen, meiner Ansicht nach gibt es nicht mehr als zwei Geschlechter, lesen Sie bitte erst die wissenschaftliche Evidenz, bevor Sie sich öffentlich blamieren. Wenn Sie aber dann sagen, was steckt denn wirklich dahinter, schauen Sie bitte mal auch nach sexuellen Identitäten, nach Gender-Identitäten, nach Geschlechtsidentitäten. Schauen Sie nach Neurodiversität. Wie wird mit Menschen bei Ihnen umgegangen, die zum Beispiel auf dem autistischen Spektrum sind oder Menschen, die zum Beispiel unter Depression leiden, außer dass gesagt wird, schreib dich krank, geh zum Psychotherapeuten und danach jede Menge Stigma frei Haus. Wie wird damit umgegangen? Und jetzt gucken Sie, und das ist die zentrale Frage, wie non-divers ist Ihre Organisation, insbesondere auf entscheidenden Ebenen? Und wenn Sie jetzt zu dem Schluss kommen, erheblich non-divers, ist das noch nicht ein Grund, Sie per se zu verurteilen, wenn Sie anfangen, ernsthaft was zu tun. Aber ernsthaft heißt eben auch, dass Sie innerhalb der nächsten Zeit abliefern müssen. Das heißt, wir sprechen hier über die ersten Dinge, die Sie ganz klar zeigen, nach 6 bis 12 Monaten. Dann nach 1 bis 2 Jahren sehen wir echte Veränderungen. Nach 2 bis 4 Jahren massive Veränderungen. Und meistens bekommen wir eben nur die Versprechung und dann wird wieder irgendeine Entschuldigung aus dem Hut gezaubert, warum es wieder nicht funktioniert hat. Wenn Sie übrigens jetzt sagen, Brabant, du bist doch immer so auf der Wissenschaft, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Ja, die Wissenschaft sagt eindeutig, diverse Teams performen besser, sind innovativer, erreichen mehr Kunden, agieren nachhaltiger, bessere Innovationen im Hinblick auf Produkte, Vertriebswege, das volle Programm. Also jede einzelne Faser der Wissenschaft sagt Ihnen, Diversity ist unabdingbar wichtig. Was Sie übrigens nicht wirklich überraschen kann, oder? Wenn Sie sich Ihre Kundengruppe mal anschauen und Sie sagen, naja, wir haben ja eine Kundengruppe, das sind ja verschiedenste Menschen. Naja, wenn Sie verschiedenste Menschen erreichen wollen, aber nur monokultural auf Ihrer Seite aufgestellt sind, dann können Sie nicht wirklich überrascht sein, dass Sie nicht alle Menschen erreichen. Denn was nicht ausreichend ist, ist, dass Sie anfangen mit, also Sie können damit anfangen, aber das hält dann wirklich 4 Wochen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir hissen eine Regenbogenflagge, dann wird ein bisschen viel geredet, Geld wird keins bereitgestellt, viel Marketing betreiben und dann am 1. Juli zurück zum normalen Betrieb. Das haben große Konzerne bereits gemacht. Ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. IBM hat die Regenbogenflagge im Logo auf LinkedIn eingefügt, aber in gewissen Ländern eben nicht. Zum Beispiel nicht in Saudi-Arabien, da wollte man wohl den Konflikt nicht haben. Und dann gibt es mittlerweile LGBTQIA+-Community-Netzwerke, die ganz gezielt dafür sorgen, dass solche Organisationen an entscheidenden, also an ganz wichtigen Entscheidungspunkten nicht berücksichtigt werden. Es entsteht ein direkter finanzieller Schaden. Und das wird nicht aus Boshaftigkeit gemacht, das wird deswegen gemacht, weil es keinen anderen Weg mehr gibt. Und rechnen Sie vor allen Dingen eins mit einem sogenannten Call-out. Und zwar, wenn Sie Glück haben, noch mit einer Vorwarnung, aber meistens heute auch ohne, was auch dann mittlerweile völlig okay ist. Der Call-out ist vorprogrammiert, was im Klartext heißt, Sie werden öffentlich dafür zur Rechenschaft gezogen, wo ganz klar gesagt wird, hier müssen Fragen gestellt werden, hier sollte mit dem Konsum der Produkte von Marke X erstmal vorsichtig sein, wo Sie umgegangen werden. In meiner eigenen Branche ist es kein bisschen besser. Wir haben einen Rednerverband in Deutschland, also die nennen sich, Berufsverband sind sie natürlich nicht, Rednerverband, da wurden Schwul- und Judenwitze veröffentlicht, ohne jede Konsequenz. Der Vorstand stand noch dahinter, die sogenannte Ethikkommission, ein Lachschlager. Völlig egal, wer in diesem Vorstand oder dieser Ethikkommission ist, hätte spätestens nach der Entscheidung nichts zu tun, zurücktreten müssen. Jeder, der es nicht gemacht hat, gilt natürlich als Tätergemeinschaft. Das Ganze ging so weit, dass es nachher bis auf den Tisch des Berliner Bürgermeisters, damals Klaus Wederer, eskaliert wurde. Und am Ende hatte ein Humboldt-Gastprofessor, der sich auch in diesem Selbstdarstellerverband rumtreibt, dann Verfahren am Hals, hat damit proaktiv seine akademische Karriere beendet. Glückwunsch dazu. Diese non-diversen Initiativen
Insbesondere auch, wir haben das damals gehabt mit der sogenannten Initiative der Arbeit, Hubertus Heil, Zukunft der Arbeit Initiative, der eine Gruppe zusammenstellt, ausschließlich von Männern, männlich, weiß, heterosexuell, cisgender, und die treten bei der Messe auf und sagen, wir sind der Zukunft der Arbeit. Das war übrigens 2019, nicht 1972. Natürlich kriegen sie dann massiv eingeschenkt und natürlich ist diese Initiative sofort danach in sich zerfallen. Sie müssen eins sehen, Ungerechtigkeiten gehen immer gegen zwei Gruppen, Frauen und Minderheiten. Und das sind eine ganze Menge Leute. Und die Leute werden irgendwann nicht mehr hinnehmen, dass sie nur noch reden und nicht handeln. Und ich gebe Ihnen jetzt mal Beispiele, die nenne ich hier mit Namen. Erstes Beispiel, Steffen Ritter. Steffen Ritter ist extrem erfolgreich in meiner Branche, insbesondere in der Versicherungswirtschaft, auf die er sich spezialisiert hat. Steffen Ritter ist männlich, weiß, heterosexuell, cisgender und in einer finanziell sehr guten Lage. Warum? Weil er ein exzellenter Unternehmer ist, tolle Produkte hat, die sehr gut entsprechend auch performen. Steffen Ritter könnte jetzt sagen, mir doch egal, ich muss mich in dem Leben damit nicht befassen. Ich mache einfach, was ich mache und drumherum ist egal. Ich bin jetzt noch x Jahre vom Ruhestand entfernt, 10, 15 wahrscheinlich in Ruhestand gehen wird er nie, genauso wenig wie ich. Weil man selbstständig ist, gibt es eine ganze Menge, die das so handhaben werden. Der müsste sich damit nicht befassen, weil er immer sagt, ich bin in einer Organisation unterwegs, da habe ich meine Produkte mit meinen Mitarbeitenden und ansonsten habe ich halt Kunden. Ja, die Kunden sind non-divers, aber solange die mich nicht fragen, tue ich ja nichts. Aber das hat er eben nicht gemacht. Steffen Ritter habe ich letztens in London getroffen. Wir waren in einem wunderschönen Schweizer Restaurant, direkt in Soho, im Zentrum von London, wo er von sich aus sehr detaillierte Fragen gestellt hat, einfach weil er es wissen wollte, weil er ein Interesse an der Community zeigte, weil er ein Interesse an Diversity, Equity, ein Interesse an Equity, Diversity and Inclusion gezeigt hat. Und er muss das nicht tun. Aber er reflektiert über die Situation, sieht auch die eigenen Lebensprivilegien und ordnet Dinge entsprechend ein. Und übrigens, das gilt auch für mich. Natürlich kann ich sagen, als offen homosexueller Mann mit dem Outing auf dem Dorf Ende der 90er war das Leben nicht leicht. Natürlich war es das nicht. Trotzdem bin ich männlich, weiß und cisgender. Wenn Sie übrigens cisgender, transgender, auch hier ist es völlig okay zu fragen. Cisgender heißt, dass Ihr Geschlecht tatsächlich dem entspricht, was Ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Bei Transgender ist es nicht so, um es ganz vereinfacht zu sagen. Aber Steffen Ritter befasst sich, obwohl er es nicht muss, mit diesem Thema. Und das spricht ganz klar für ihn. Das ist übrigens auch ein Grund, wenn sich Menschen mit Themen befassen, mit denen man sich nicht befassen muss, dass diese Menschen erfolgreich sind. Und zwar nachhaltig und nicht nur temporär. Wenn sie temporär sind, werden sie irgendwann eine von diesen Führungskräften, wo Leute irgendwann sagen, oh, halten Sie einfach irgendwann den Mund und gehen Sie in den Ruhestand. Sie hatten Ihre Zeit, aber die ist echt jetzt vorbei. Vielleicht kennen Sie solche Beispiele. Da haben wir ein paar von, wo irgendwann gesagt wird, ist aus der Zeit gefallen, brauchen wir auch nicht mehr. Ja, wenn ich mir Jerry Brown anschaue, MPA, eine riesige Trainingsfirma in Großbritannien, der ist mittlerweile auch im Ruhestand, spielt mehr Golf, ist noch 2 Tage die Woche im Büro, hat mich an Bord geholt als Trainer, extrem interessiert und involviert in der LGBTQIA+-Community. Das muss er nicht. Er weiß, dass damit Konflikte einhergehen. Er weiß, dass es Kunden gibt, die dann sagen, muss das denn und so weiter. Und trotzdem tut er es. Thorsten Jäkel, Digitalisierungsexperte für den Vertrieb, mit dem habe ich mich am Wochenende in Berlin getroffen und stellt dazu dezidiert Fragen, obwohl er es nicht muss. Das sind Menschen, mit denen Sie arbeiten können, weil diese Menschen den Horizont erweitern, selbst reflektieren und Geburtsprivilegien anerkennen. Denn wenn Sie heute noch in der Situation sind und sagen, wer hart arbeitet, bekommt, was man verdient. Meine Güte, ich weiß nicht, welches Motivational Meme oder Motivationsbuch man Ihnen quer reingedroschen hat, aber von der wissenschaftlichen Evidenz sind Sie so weit entfernt wie die Erde vom Mond. Jüngere Generationen übrigens wissen das auch und lachen sich über Führungskräfte tot, die sowas sagen. Kein Mensch folgt Ihnen. Sie haben eine nicht zukunftsfähige Führungsdimension an den Tag gelegt und einen Ansatz, der überhaupt nicht nachhaltig ist, geschweige denn zukünftig funktionieren kann. Und deswegen, wenn Sie jetzt tatsächlich immer noch Leute hören, die sagen, wir brauchen keinen Pride mehr. Diese Aussagen sind, und ich sage es ganz direkt, unfassbar uninformiert und dumm. Denn ich kann Ihnen mal sagen, wie mein Wochenende in Berlin war. Eine Person, die mir sehr nahe steht, wurde angespuckt am Alexanderplatz. Die andere wurde auf dem Weg nach Hause angepöbelt als Schwuchtel. Das sind übrigens nur Leute, die im engsten Freundeskreis sind, Personen, die mir sehr nahe stehen. Nur das, was in Berlin-Mitte im Alexanderplatz und Umfeld passiert ist und nur das, was ich gesehen habe und was offen passiert ist. Jetzt können Sie mal hochrechnen, wie viel versteckt passiert. Nicht in erste Weltländern, nicht in Deutschland, nicht in Berlin, wo man ja am ehesten noch wie mit Toleranz mittlerweile rechnet.
Da können Sie mal schauen, was global passiert. Und wenn Sie dann sagen, für uns ist Pride die Regenbogenflagge, dann sage ich Ihnen ganz klar, dann verdienen Sie, dass Ihre Organisation richtig hart den Bach runtergeht. Denn das ist dann spätestens der Punkt, wo gelernt wird. Die Kernfrage ist immer, was tun Sie dagegen, dass es nicht passiert, dass sowas nicht bei Ihnen vorkommt? Und wie konsequent ahnden Sie Verfehlungen in Ihrer Organisation? Und zwar völlig egal, ob es als Humor getan ist oder nicht, denn Hassrede ist ein Verbrechen und daran, also ich rede hier nicht von Vergehen, wir haben ja verschiedene Kategorien, ich rede hier nicht von Vergehen und kleine, es ist ein Verbrechen. Und wenn Sie dann sagen, haben wir denn keine anderen Probleme? Doch haben wir, nämlich Ihre Einstellung zur Sache. Und deswegen ist die Frage, wie ehrlich ist Corporate Diversity, wie ehrlich ist Diversität, Equity, Diversity and Inclusion in Ihrer Organisation? Es ist nie eine Schande, zu spät zu einer Party zu kommen. Also als Deutscher muss ich natürlich schon sagen, zu spät kommen ist schon nicht gut. Ja. Aber wir sagen im Englischen immer, it's never bad to be late to a party as long as you arrive to it. Das kann man sinngemäß übersetzen mit, es ist nie zu spät, zu einer Party zu kommen, wenn Sie dann ankommen. Und dann ist es Zeit zu handeln, denn die Frage ist, wo stehen Sie bei der Frage? Ihre Entscheidung. Dazu übrigens gibt es natürlich noch mehr und ich weiß, dass das Thema bei Ihnen jetzt wahrscheinlich auch viele Fragen auslöst. Und denn das Thema ist auch jetzt tatsächlich über den Mai immer häufiger gekommen und da bedanke ich mich auch bei einigen Führungskräften, die mir ganz offen geschrieben haben per Mail. Ich möchte dazu mehr wissen, aber ich traue mich nicht zu fragen, weil ich zu Generation so und so gehöre, ist jetzt egal welche. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen was verpasst. Wenn ich jetzt frage, offenbare ich das und ich habe Angst, dass meine Organisation mir das negativ auslegt. Das übrigens sollte auch nicht der Fall sein, solange Leute inhaltlich fragen. Und deswegen, wenn Sie jetzt sagen, das sind offene Punkte, ergänzende Punkte, schreiben Sie mir jederzeit nb@nb-networks.com. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir brauchen da was ganz Spezifisches, wir brauchen ein Seminar für einen Vortrag, Coaching oder was auch immer, können wir uns auch gerne drüber unterhalten. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich habe einfach nur Fragen, schreiben Sie mir nb@nb-networks.com. Für alle Ihre ergänzenden Punkte, offenen Punkte, Anmerkungen bin ich jederzeit offen und bedanke mich hier für die sehr gute Diskussion auch in den vergangenen Wochen. Den zweiten Punkt, den ich immer empfehle, ist, wenn Sie jetzt sagen wollen, ich brauche dazu eigentlich mehr und auch regelmäßig. Ich habe jede Woche und ich veröffentliche jede Woche ohne Berechnung, aber es gibt eben dezidierten Kanal, wenn ich halt für andere publiziere, Magazine und so weiter, natürlich müssen die Geld dafür nehmen, weil da leben die von. Aber alles, was ich publiziere, da habe ich immer ein Recht mir eingeräumt, ist auf meinem Kanal entsprechend dann auch entsprechend ohne Berechnung zu veröffentlichen. Wenn Sie sich einmal anmelden bei expert.nb-networks.com, da können Sie Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann bekommen Sie jeden Mittwochmorgen eine einzige Mail, 100% Inhalt, garantiert werbefrei. Und da haben Sie Zugang zu allem, was ich veröffentlicht habe, in Audioform, in Schriftform, alles, was ansonsten kommt, Einladungen zu Fragerunden, wo Sie entsprechend dort fragen und etc. pp. Alles entsprechend über diesen einen Kanal. Und der dritte Punkt ist dann, und das ist der wichtigste, anwenden, anwenden, anwenden. Denn nur wenn Sie anwenden, was Sie hören, werden Sie die Veränderung in der Organisation sehen, die Sie auch haben möchten. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg, stehe jederzeit gerne für Hilfe zur Verfügung, wünsche Ihnen einen frohen Pride Month, der am 1. Juni beginnt. Wenn Sie es also jetzt später hören, dann wünsche ich Ihnen schon den frohen Pride Month, in dem wir jetzt bereit sind. Freue mich auf die nächsten Wochen, bin ich auf den Kontakt und die Diskussion und zum Ende des Podcasts bleibt mir dann noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.